Aber wer gemäß einer Sache lebt, so wird er auch sterben. Du wirst so sterben, wie du gelebt hast. Und unsere Schwester, die nach einem Hijab gefragt hat, da sehen wir, trotz der Bekämpfung des Hijab jahrzehntelang, Atatürk und die danach kamen, aber Al-Hijab war und ist in ihrem Herzen, sodass sie nach einem Hijab fragt. Einige können das nicht nachvollziehen. Warum geht sie jetzt nicht erstmal raus? Hallo, sie ist in einer anderen Welt. Oder dieser Mann, der macht doch irgendwie und so. Du, weil du so faul bist, weil du so nachlässig bist, weil die Religion für dich vielleicht nicht so viel Wert hat, kümmerst dich nicht um diese Sachen. Aber sie haben ihr ganzes Leben verbracht in der Anbetung Allahs. Sie wollen nicht ihren letzten Moment verbringen in mangelnder Anbetung Allahs, obwohl es ihnen erlaubt ist. Obwohl sie eine Erleichterung haben. Aber das schmecken nur Genießer. Das verstehen nur Genießer. In diesem Moment, in diesen Sekunden und Minuten, in diesem Moment, wo du denkst, vielleicht sterbe ich jetzt, dann willst du nicht sterben und du hast nicht gebetet. Und dann willst du auch nicht sterben und du hast irgendwie gebetet. Stell dir mal vor, das ist dein letzter Moment. Dann willst du das beste Gebet deines Lebens verrichten. Auch wenn du mit Tayammum beten kannst, du willst aber nicht. Warum? Mein letztes Gebet soll das schönste Gebet sein. Und deswegen müssen wir hier unterscheiden zwischen der Situation und im Affekt diese Entscheidung zu treffen. Manchmal seht ihr auch, es bebt, ob jetzt da oder in anderen Städten. Die Leute beten weiter und du denkst, ja, warum rennen die nicht raus? Wenn du Millisekunden hast, um zu entscheiden. Du hast Millisekunden, du weißt nicht, was los ist. Bebt es jetzt tausendmal wie in der Türkei? Oder bebt es jetzt nur einmal, assalamu alaikum, und das Gebäude wird nicht einstürzen? Weißt du das? Du weißt nicht, sind das die Stärke 7 oder 4 oder 2? Du weißt es, es bebt jetzt. Möge Allah uns vor jeglichem Übel bewahren. Und du musst jetzt in Millisekunden eine Entscheidung treffen. Derjenige, dessen Herz am Gebet hängt, der sagt sich, ich werde meinen Platz erst dann verlassen, wenn die Decke runterfällt. Ich renne doch jetzt noch nicht raus, die Decke ist doch noch oben. Warum soll ich jetzt meine Bindung zu Allah trennen? Ich lebe doch noch, alles ist doch da. Und zack, ist die Decke runter. Er wusste es nicht. Da kommen doch einige wirklich, haben nichts Besseres zu tun, als diese Leute zu kritisieren, warum rennen sie nicht raus. Leb du erst einmal diesen Moment und leb vorher erst einmal den Genuss des Gebets, und dann kannst du gerne urteilen über diese Menschen. Islamrechtlich ja. Wenn es bebt, darfst du die Moschee verlassen. Wenn du weißt, du wirst sterben, sagen sogar einige, du musst den Ort verlassen. Das ist jetzt das Rechtliche, theoretisch. Aber jetzt in dieser Situation, es bebt. Du weißt nicht, wie lange es beben wird, wie stark dieses Beben. Du bist ja kein Geophysiker. Und selbst wenn du einer wärst, du hast jetzt nicht die Daten vor deiner Nase und du bist jetzt im Gebet. Da ist es doch normal, dass ein Muslim, der sein Leben lang gebetet hat, jedes Gebet in der Moschee verbracht hat, dass er sagt, da holt mich keiner raus aus dieser Moschee jetzt. Ich bete jetzt weiter, weil er denkt, er wird leben. Und selbst wenn er denkt, es kann sein, dass ich jetzt sterbe, hat er jetzt nicht die ganzen fiqh-technischen Angelegenheiten im Sinne. Das sind Entscheidungen im Affekt, in Millisekunden. Und da überwiegt was bei einem, dessen Herz am Gebet hängt? Die Liebe am Gebet. Also tadle diese Leute nicht, sondern tadle dich selbst, dass du, obwohl es nicht bebt, obwohl du gesund bist, obwohl alles vorhanden ist, dass du nicht betest. Oder die Damen, die sich nicht bedecken, auf was warten die? Dass die Decke auf ihrem Kopf fällt, damit sie nach einem Hijab fragen, so wie die Dame, diese Schwester, möge Allah sie bewahren, nach einem Hijab, nach einem Kopftuch fragt. Das sind andere Welten, das ist eine andere Liga. Und das zeigt, liebe Geschwister, wir haben Awliya, die gibt es überall. Also wenn das keine Awliya sind, wer soll bitte schon sonst ein Wali sein? Ein Gefolgsmann Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Wali ist nicht jemand, der in der Luft fliegt.
Ein Wali, ein Gefolgsmann Allahs, ein nahestehender Allahs ist derjenige, der an seine Religion hält, koste es, was es wolle. Er bringt sich nicht zum Unheil. Einfach so, er hat nichts Besseres zu tun, jetzt falle ich vom neunten Stock. Nein, aber es ist eine Situation, in der du jetzt in Millisekunden entscheiden musst. Wofür entscheidet sich diese Dame? Für mein Hijab. Wofür entscheidet sich dieser Mann? Für sein Wudu. Das sind Lehren, liebe Geschwister. Möge Allah uns ein gutes Ende geben.